Auf unseren Balkon in Margitzhöchheim fliegen nicht nur meine Tochter Hanna und ich. Wir haben Glück, weil unsere Ente ist gerade weggeflogen. Unsere Ente heißt nämlich Emma. Sie hat bis jetzt 12 Eier gelegt und sie hat ihre Eier ganz schön zugedeckt, wie man sieht. Ich wette mal, sie ist entweder zum Main geflogen, mal eine Runde schwimmen oder sie hat sich was zu essen gesucht. Die ganze Zeit rumsitzen ist ja auch langweilig. Ja, braucht halt auch ein bisschen mal Auslauf oder Ausflug. Seit 3 Jahren nistet Emma hier auf dem Balkon und hält uns damit ganz schön auf Trab. Die Emma hat ja in dem Jahr sich einen anderen Platz gesucht und ich muss schon sagen, hat so ein bisschen unser Wohnverhalten auch umgestaltet, weil wir saßen immer in der Ecke und jetzt hat Emma den Platz reserviert. Dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir gezwungenermaßen unsere Sitzecke auf der anderen Seite vom Balkon halt aufbauen. Ja, man passt sich so eine Ente irgendwie an. Jahr für Jahr wurde Emma zutraulicher. Inzwischen lässt sie sich sogar von Hanna streicheln und frisst ihr praktisch aus der Hand. So. Hier sind für die Emma ein paar Schalen. Ich glaube, die schmecken ihr. Hanna hat eigens für Emma ein Kochbuch geschrieben. Entenrezept mit Liebe gemacht. Viel frisches Gemüse steht auf dem Entenspeiseplan. Dann ist hier noch ihr Lieblingsrezept mit gebratenen Kartoffelschalen. Und da kommen dann noch ein bisschen Schnittlauch hin, Wasser und Haferflocken. So, bitteschön Emma, lass das schmecken. Und wenn sie jetzt keinen Hunger hat, dann lassen wir es einfach mal ein bisschen für sie stehen. Schön bis hier dahin. Und wenn sie Hunger hat, kann sie sich das dann holen. Aber ich zeige euch jetzt mal mein Plakat, das ich über Enten gemacht habe. Meine 8-jährige Tochter will alles über Enten wissen und hat ein Referat für ihre Klassenkameraden vorbereitet. Männchen kümmern sich nicht um den Nachwuchs. Wirklich? Ja. Was sagst du dazu? Also es ist schon ganz schön komisch, wenn man einfach dann so geht, tschüss, und dann muss die Mutter sich um die ganzen Kinder kümmern. Ja, so eine Ente hat's nicht leicht. Doch ob wir mit unserer Fürsorge alles richtig machen? Ich suche Rat beim Experten. Und tatsächlich, unsere Ente bleibt heuer nicht lange allein. Der Ornithologe vermutet, dass es Emmas Tochter sein könnte, die nun auf der anderen Balkonseite brütet. Neulich ist eine Nilgans hier gelandet und boah, ich bin mega erschrocken. Das war dann morgens um 6:30 und die hat hier laut schnattern, saß hier zwischen meinem Schnittlauch. Und da wusste ich nicht so wirklich, ob die jetzt der Emma was Böses tut. Und das Erstaunliche war dann, ich mache die Terrassentür auf, die Nilgans flog gegenüber aufs Kirchendach. Und eine halbe Stunde später, Emma hat nur den Schnabel so ins Gefieder gezogen, ist dann eine zweite Ente hier gelandet. Und hat der Emma quasi den Rücken freigehalten, stand hier Schmiere, hat die Nilgans gegenüber in Schach gehalten und Emma konnte dann mal wegfliegen zum Main und ja, mal durchschnaufen und was trinken. Und da habe ich gedacht, holla, echt ein toller Zusammenhalt hier unter den Entenmamas, ja. Ente Nummer 2 hat übrigens 7 Eier im Nest und wir fragen uns, wann werden wohl die Küken schlüpfen? Klopf, klopf, klopf. Jetzt war es wieder da. Also so habe ich das noch nie erlebt. Das ist wirklich so klopf, klopf, klopf. Dok, dok, dok. Bist ungeduldig, ne? Und du auch? Ja. Dann ist es soweit. Und die Geburtshelfer sind auch schon unterwegs. Emma. Ich glaube, für jede Ente, für jeden Mensch, für jedes Tier ist es einfach spannend, wenn man gerade seine Kinder bekommt. Vor allem, wenn der Nachwuchs im 3. Stock wenige Zentimeter vom Abgrund schlüpft. Kein gewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr aus Margitzhöchheim. Eine Entenfamilie hat dieser Trupp noch nie gerettet. Enten sind Nestflüchter, das heißt, sie verlassen spätestens nach 12 Stunden das Nest. Zu groß wäre das Risiko, dass ein Teil der Küken nach unten purzelt.
Also rettet die Feuerwehr alle gemeinsam aus dem hohen Nest. Alle küken sicher im Transportkasten. Hanna spielt Ententaxi für den Transfer zum Main. Hier, Emma, Emma! Und da kommt auch schon Emma, um den Nachwuchs in Empfang zu nehmen. Emma, schau hier! Es ist ein schneller Abschied von Emma und ihren Küken, die neugierig die Umgebung erkunden. Für uns beide sind die ersten Schwimmversuche der Kleinen ganz großes Kino vor der Haustür. Und wir freuen uns schon auf Emmas Besuch im nächsten Jahr.